Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 23 von Pokémon Gelbe Edition. In der letzten Folge haben wir den Lavandia-Turm abgeschlossen, Herrn Knogger befreit aus den Fängen von Team Rocket, Mr. Fuji getroffen, der uns die Pokéblöcke gab. Ich habe mir eben noch ein paar Pokébälle gekauft, weil ich habe gesehen, ich habe keine mehr. Oder kaum welche. Und wir waren stehen geblieben vor Relaxo, dass sie so eifrig schläft. Und da wir schon mal hier sind und es uns definitiv im Weg liegt, spielen wir die Pokéflöte. Ab geht's. Marc spielt die Pokéflöte. Das war die Kurzversion. Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Aber es ist wach. Hi Relaxo. Du Level 30 Monstrum eines Pokémon. Hier kann man nicht besonders viel anhaben, soweit ich mich erinnere. Komm. Ja. Außerdem hast du Erholung und Erholung. Ich glaube, Erholung war richtig gemein. Wenn man normalen Pokéball. Ja. Es bleibt schon mal drin. Es ist schon mal gut, dass es überhaupt wackelt. Oh, hä. Aber so wirklich viel passiert da auch nicht. Hat Chuchu noch seine Donnerwelle? Ja, hat es. Es hat volles Leben. Eine Donnerwelle könnte sogar recht nützlich werden. Oh Gott, die Kopfnuss. Die natürlich ein Volltreffer sein muss. Oh, wow. Also, Respekt. Dann würde ich sagen, stellen wir einem König der Berge einem König vor. Denn das Ding, das wird nicht sonderlich leicht werden zu fangen. Oh, wir haben sogar verfehlt. Eieiei. Wir könnten es versuchen, mit dem Doppelkick einmal wegzubashen, aber das wird es wahrscheinlich irgendwie one-hitten oder so. Habe ich die Befürchtung. Und es schläft wieder. Wow. Also, macht man dem ein bisschen Schaden, schlägt es sich einfach schlafen. Gut zu wissen. Bleib drin, komm. Also mit Pokébällen scheint es überhaupt keinen Sinn zu machen. Probieren wir den Superball aus. Und wir haben es direkt beim ersten Versuch mit dem Superball gefangen. Super. Nun stellt sich mir die Frage, sollen wir dich austauschen gegen das Evoli oder belassen wir es erstmal so? Denn für Relaxo wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Relaxo ist ein Vielfraß. Es kann sogar verdorbene Nahrung fressen, ohne Bauchweh zu bekommen. Relaxo einen Spitznamen geben? Ja. Auf Wunsch eines Abonnenten, der unbedingt ein Pokémon sein möchte. Und das will ich ihm gerne, möchte ich gerne zurückgeben, dass er mich abonniert hat. Hallo Relaxo Jabba. Oder Jabba. Ich finde, es passt vom Klang so ein bisschen auch gut, ne? Also, Jabba. Manch einer wird denken an Jabba the Hutt. Ich kenne dich nicht, glaube ich. Denke ich. Hoffentlich. Sonst kriege ich nachher einen auf die Fresse. Aber. Du bist ein Pokémon geworden. Und eventuell hast du sogar einen Platz in unserem Team. Wir müssen nur mal kurz dein Moveset anschauen. Also wir wissen, du hast Erholung und du hast die Kopfnuss. Und ansonsten, sag mal her. Na komm. Ansonsten hast du. Ach Himmel. Ach Gott. Na komm, was soll's.
Leg mal kurz Evoli ab. Ich werde es nicht ändern im Thumbnail. Im Thumbnail, weil es ein bisschen zu nervig. Das jetzt so auf kurze Dauer zu machen. Oder? Na, wer weiß. Mal schauen. Du mit deinen 137 KP auf Level 30. Einem recht großen Angriff. Einer schlechten Initiative, aber die wird ausgleicht durch den Angriff und... Du hast nur drei Attacken. Kopfnuss, Amnesie und Erholung. Wow. Also... Step Kopfnuss tut ziemlich weh von dem Vieh, hat man gesehen, weil Chuchu ist nach einem Schlag ziemlich tot gewesen. Du. Ich werde es in Betracht ziehen, eventuell... Aber irgendwie will ich auch das Evoli mitnehmen. Na. Komm, was soll's. Wir behalten Relaxo. Fürs Erste. Also ist Relaxo jetzt im Thumbnail. Und dich erwecken wir erstmal mit dem Pokémon Center. Das heißt auch gleichzeitig, alle unsere Pokémon in unserem Team sind über Level 30. Das heißt so ziemlich... Wir dürften jetzt so ziemlich durch alles durchrushen, was uns in den Weg kommt, bis auf die Arenen. Die werden ein bisschen härter. Als erstes... Bisa wird uns ziemlich nix bringen, die nächsten zwei Arenen lang. Gift und Psycho. Das wird hart. Die Gift-Arena ist gleichzeitig auch zum Teil Käfer-Arena. Heißt, Gru wird natürlich einen riesen Vorteil haben. Hey, das ist mies. Das wird ziemlich krank für uns. Zumal wir in der letzten Arena klaghaft beinahe gescheitert sind. Da dürfte das Level bestimmt ziemlich hoch sein. Immens hoch. Einmal kurz räuspern. Denn der Fahrtwind bringt auch ein paar Mücken mit. Ui. Und... Ja, wir haben ja Bisa vorn gelassen, weil hier ganz viele Wassertypen sind. Aber Elektrizität ist seine Stärke. Und wir treffen ja auch auf ein paar ganz nette Gesellen des Typen Elektro. Warum auch immer. Und der Rocker sah gerade aus wie Bobo. Hieß der Typ Bobo? Ich weiß es nicht. Aber wie hieß doch mal der Gehilfe von Gott aus Dragon Ball? Was ich nie wirklich geschaut habe, Dragon Ball, weil ich das nicht so pralle fand. Hasst mich dafür. Aber ich war so auf der Seite... Ich stand eher auf One Piece, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht so früh ins Anime-Geschäft eingestiegen bin. Erst um die 2000-Wende rum, wirklich, habe ich das so gesehen. Ich war da 6 Jahre alt rum. Ja. Ziemlich mies, wenn man ein paar Jahre auf dem Land gelebt hat. Zwangsweise. Stromkreis unterbrochen. Und wir holen uns hier bei diesem netten, freundlichen Gesellen. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, gerne. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieße das Anglerleben. Die beste Angel im gesamten Spiel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun ziehe los, um den großen Fang zu landen, den wir hoffentlich in Form eines... Dragonier wäre super. Ziemlich unwahrscheinlich, einen Dragonier rauszuziehen aus dem Wasser, aber... Es kann passieren. Und es wäre absolut Hammer. Geil. Besitzt du einen Mondstein? Ich besitze sogar 3. Glaube ich. 3 oder 4? Ups. Nidoran.
Ja, ich kam halt relativ spät erst so in den Genuss von Animes und generell Fernsehprogramm, was ein bisschen weiter aus anderen Regionen kam, außer aus Deutschland. Hust. Hust. Ich will nicht sagen, dass es schlecht war, das deutsche Fernsehprogramm, aber es war ziemlich... Mäh? Also ziemlich langweilig in die Richtung. Wobei Captain Blaubeer war ziemlich nett. Ja, okay, war ja auch eher Puppen als Animation. Wobei das erste, was ich je gesehen hatte, war eigentlich Sailor Moon. Ja, komm, cool, mach das mal. Boah, aber Sailor Moon fand ich auch nicht so pralle. Also, ich hab's nicht wirklich verfolgt, ich fand es eher so, ja, es war ja quasi, oder ist quasi, eine Mädchensendung, wo es nur um Liebe geht und so ein Kram. Nicht, dass Liebe was Schlechtes sei, aber ziemlich hart abgerichtet auf nicht für Jungs. Ich hoffe, wir haben Gegengift bei. Und ich sehe, warum du unbedingt ein Dingens haben willst. Ah, wir haben natürlich kein Gegengift, aber das soll uns jetzt nicht mehr stören. Denn Ruhe werden wir nicht so verwenden hier auf der Route und das dürfte uns nicht schaden. Hey du hast doch, glaube ich, irgendwelche Flatterviecher bei, oder? Oder Normaltypen oder Nidorans, wie auch immer. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Nitrospeed Carbon. Yeah. Alles muss Carbon verschichtet sein. Yeah. Naja, auf jeden Fall. Ja, seitdem ich wieder in der Stadt lebe. Also bin hier geboren, da wo ich wohne, hier in Essen. Bin umgezogen aufs Land nach Hessen und mit 6 Jahren wieder zurück nach Essen. In die große, weite Stadt. Haha. Und ja, war ziemlich viel Neues, wenn man hier zurückkommt. Vom Land, wo es nichts gibt, in die Stadt, wo alles funkelt und glitzert. Mit Elektrozeug und Konsolen. Ich hab's vermasselt. Oh, der Schild gemein. Ich glaube, du warst ein Vogelfänger, ne? Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Das wollen sie, aber sie werden es nicht überleben. Auf keinen Fall. Nein, nein. Du Irokesen-Typi, du. Mit deinem Taubsi. Taubschi. Brom, 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 brutzel, brutzel, brutzel. Naja, aber ich kam halt zurück nach Essen 2000. Und das erste, was ich gekriegt habe, mein Gameboy. Mein allerersten Gameboy. Ein Gameboy Color damals schon. Zusammen mit Super Mario Land. Eines der Spiele von Super Mario, worum sich viele Leute irgendwie drehen und wenden, dass es nicht so gut sei. Ich fand es ziemlich cool. Nostalgie begründet vielleicht. Aber dann, nach einer kurzen Zeit, waren wir bei einem Pennymarkt. Und der Pennymarkt hatte irgendwie Sonderverkäufe oder sowas. Und da habe ich ernsthaft für 19 D-Mark Pokémon Gelbe Edition und Pokémon Pinball gekriegt. Und beide besitze ich heute noch. Und darauf bin ich ziemlich stolz. Denn Pokémon Gelb ist mit Abstand eine der coolsten Editionen und auch eine der herausforderndsten, wenn man bedenkt, dass man, ja, wenn man eine Sache falsch macht, siehe Folge 5. Ich glaube, es war Folge 5 oder 4. 4 oder 5. Da, wo ich Chuchu den Donnerschock vergessen haben lasse. Ja, es kann ziemlich nach hinten losgehen. Ein Fehler. Und es ist alles quasi vorbei. Aber dafür wird zum Ende hin relativ entspannt. Mit der großen Vielfalt an Typenvorteilen.
Und Pokémon Pinball könnte ich theoretisch auch mal aufnehmen. Auch wenn es dann nur so ein kleines Mini-Projekt wäre von echt 5 Parts, wo ich ein paar Rekorde knacke und ja, wo ich vielleicht mal 5-mal zocke und dann alles im Bach runtergeht, weil ich nichts mehr hinkriege. Ja, wäre interessant. Und mit Pokémon hat alles angefangen, quasi. Weswegen ich auf der Nintendo-Schiene geblieben bin über die Jahre hinweg. Und auch, weil mir das Angebot von Sony und Microsoft nicht wirklich gefällt. Also, klar gibt es ein paar Sachen, die relativ cool sind, aber nicht alles ist mein, ja, meinem Gedenken entsprechend gut. Also, es gibt ein paar Dinger, die sind nicht unbedingt so meins. Beispielsweise das ganze Call of Duty gezeugt und Battlefield. Es muss nicht immer das alles sein. Ich meine, wenn es wenigstens ein Shooter wäre, der irgendwie halbwegs noch, ja, realistisch wäre und ein bisschen taktisch mehr arbeiten muss, als von wegen, geh rein, töte alles. Das ginge schon. Ich bin ein kleiner Wüstling. Ah, interessant. Aber, ja. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Von mir aus gerne. Es wird zu meinem Wohle sein. Du, ja, Frau. Mit deinem Pipi. Oh, ich hasse Pipis. Nicht unser Wiggle Wiggle, aber dieses Pipi mag ich nicht. Oh, Himmel, Komprimator. Oh. Dieser fliegenartige Sprite, den man nie treffen wird. Außer mit dem Donnerblitz. Aber er ist so gemein. Damals, als Komprimator noch einen eigenen Sprite hatte. Haha. Nicht so wie heute, wo es einfach nicht angezeigt wird, glaube ich. War das so? Ich glaube, es wird nicht mehr angezeigt. Auf jeden Fall, schreibt doch mal in die Kommentare, was euer erster oder Lieblingsanime ist und was euer erstes Spiel ist, was ihr gespielt habt. Und bitte nicht irgendwelche iOS-Games oder so Zeug. Minecraft zählt dabei nicht, weil Minecraft ist kein iOS-Game, sondern ein ziemlich cooles Spiel sogar. Wobei, ich glaube, die Leute, die es hier schauen, die haben nicht mit dem iOS-Game angefangen. Wow, deine Orden sind super cool. Ja, und es sind ganze 4. Bald 5, 6, 7 und 8. Und dann 16. 24. 32, 40. Dann kommen noch 2 hinzu. Und dann nochmal 8. Und dieses Quapsel geht mir ziemlich auf den Nerv. Allein wegen der Hypnose. Und weil es Akamare beherrscht, die sehr effektiv ist. Ich wechsle aus. Und Ranmo schläft immer noch. Okay, du bist zu langsam. Geh mal zurück zu Bisa. Denn Bisa hat genug Fans. Oh, Bisa-Fans. Yay. Yeah. Soll ich auch mal anschreiben? Vielleicht mag das hier einer. Das dürfte hier auf jeden Fall jemand mögen. Hm. Ein paar Kontakte knüpfen wäre auf jeden Fall super. Ja, das werde ich glaube ich mal machen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, irgendwelche Animes aufzuzählen, die ihr besonders mögt, oder eure ersten Spiele aufzuzählen, oder Kritik zu hinterlassen, warum Dragon Ball unbedingt geschaut werden muss. Also GT habe ich komplett geschaut und das fand ich super und alle hassen's. aber ja, Dragon Ball Z ist mir ein bisschen zu lang und zu lastig mit den ganzen wir kämpfen 10 Folgen Dingern und so. Ranmo schläft. Hey, wobei, warte mal. Wir haben doch gekriegt hier die, wo ist er denn?
Bogenflöte. Und er schläft immer noch. Okay. Ich dachte, es funktioniert. Wahrscheinlich nur im Kampf ist er doof. Meine lieblichen Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Ja, du kannst mich auch mal kennenlernen, ey. Was auch immer deine niedlichen Pokémon sind, wahrscheinlich Nidoran. Und Taubsies, und natürlich. Man darf sich nicht allzu große Hoffnungen machen in dieser Generation. Oh, Ranma ist aufgewacht. Brauche ich nicht mal eine Pokéflöte. Yay, cool. Und es ramponiert sich einfach durch die ganzen Viecher durch. Meine Güte. Ich hätte einen Doppelkick einsetzen sollen. Nee, hätte ich nicht. Ja. Also, was hatten wir? Wir hatten Lieblingsanimes, erste Spiele und, wo man sich gut melden könnte, um für sich publik machen zu können. Oder sich ein bisschen bewerben kann. Wie auch immer. Oh, ein Tauboga hätten wir auch haben können im Britannia-Wald. Hätte ich mir mal eins gefangen, hätten wir einen guten Flugtypen. Ein Taubos. In ein paar Leveln. Der natürlich super gewesen wäre in der Pflanzenarena, weil er alles aufgepickt hätte, aber... Ah. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. So nehme ich das gerne. Ich finde aber auch schön, wenn man die ganzen Routen hier einfach verquatschen kann. Weil die sind ziemlich lang und... gibt dir nichts. Tippst du Trainer? Schau links neben dem Pfosten. Okay. Hallo Pfosten. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Okay. Dann hätte ich meinen Chuchu nach vorne stellen können. Wahrscheinlich hast du Habitak, ne? Ne, Taubsies. Wieso hat hier eigentlich jeder Taubsies? Das ist irgendwie total deprimierend. Nicht mal Porentas habt ihr. Und Porentas sind cool. Und das Tauboga. Wobei ich muss sagen, Tauboga hat echt einen guten Bulk. Also, das hält einiges aus. Und Ranmo ist Level 32. Oh, ein Habitak. Totes Habitak. Du bist nicht unser Takchen. Takilein. Ach du Scheiße, ein Ibitakchen. Eieiei. Volltreffer down. Das war einfach. Die Luft ist raus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Und wir finden einen weiteren AB+. Und die Musik hat irgendwie merkwürdig eingesetzt. Finde ich lustig. Ah, Vergiftung. Wie viel hast du noch? Ach, du bist noch weit. 38, das geht doch noch. So. Roshi können wir wieder ran. Ich glaube, Roshi hat es ein bisschen nötiger. Denn so viel kriegt Roshi nicht mehr zu tun im Spielverlauf. Außer eventuell die Bodenarena. Wobei das nicht wirklich eine Bodenarena ist, ist ja eher eine Arena der besten Pokémon, die es gibt im Spiel. Ich bin unterwegs und habe Rückenwind. Durch die Nacht. Oh, Mann. Das werde ich, glaube ich, verlinken müssen, das Lied. Das, was ich im Ohrwurm habe hier. Weil das Lied ist einfach nur... Es ist... atemlos. Neu inszeniert für WoW, für Waters of Draenor. Atemlos durch Draenors Nacht. Ich glaube, dafür mache ich mal Werbung. Das schreibe ich mal in die Kommentare rein. Vielleicht mag es ja einer. Auch wenn es irgendwelche Schlager sind, aber das fand ich super. Ich stehe auf so Multikulti... Ja, ich will nicht sagen Scheiß, aber... Schlager ist nicht wirklich... Ist nicht so mein Metier, aber... Es klingt lustig. Und dieses Taubsi...
ist eingefroren. Boah. Jetzt müssen wir wieder auftauen, damit wir es essen können. Das ist ja doof. Und dieses Habitat ist Katzenfutter. Und dieses Habitat ist Katzenfutter. Roshi roch ganz schön hart mit seinem Eisstrahl. Der Wind dreht sich. Rabimmel, rabammel, rabum. So, ich würde aber sagen, bevor wir diesen Trainer hier angehen, ja, hinterlass Kommentare zu Animes, Games und so weiter. Schaut euch eventuell sogar das Video an, was ich gepostet habe. Also dieses Atemlos durch Trainers Nacht. Es ist ziemlich lustig. Und es war gerade total over. Okay. Ich sollte aufhören, meine Stimme geht gerade schön so Brüche und ich kann sie nicht wirklich kontrollieren. Sonst schreie ich wirklich total unglaublich laut. Und ich habe gar nicht so viel Power gerade, merke ich. Eieiei. Naja, Kommentare, wenn ihr es gemocht habt, Kritik, Lob, wie auch immer, Daumen nach oben, teilt es, wenn ihr wollt. Hinterlasst Kommentare in den Foren, wo ich es gepostet habe. Momentan nur das eine. Und wenn ihr wollt, ja, sagt mal den Leuten Bescheid auf Bisa-Fans oder sowas. War ich ewig nicht mehr online, aber muss ich mal wieder reinschauen. Naja, bis dahin. Ciao, ciao.